Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nasako, doppelte Erinnerung. Jetzt geht direkt weiter, denn, ja, hab einen Schluck getrunken und damit ist die Welt auch schon gleich ein Stückchen besser. Frannys Zimmer. Oh, nicht gut. Da liegt auch wieder etwas. Genau hier. Was? Eine Schleife. Im Bett liegt eine Schleife. Die Farbe ist verblasst, aber es ist eine rosa Schleife. Hat Franny die Schleife getragen? Yeah! Du, die! Wie war Franny denn so? Wie Ashley. Er weiß nicht, was er sagen soll. Also, lieb, aber ein bisschen frech. Sie lachte viel. Sie hat auch oft geweint. Aha! Genau wie du. Sagt es nicht. Was? Weil sie sehr einsam. Ach so. Die! Im Bett liegt eine Schleife. Ah, das ist wieder genau das Gleiche. Ich dachte, könnte man vielleicht mitnehmen. Was hat's denn hier? Mit dem Tisch auf sich. Ein Skizzenbuch auf dem Tisch. Es gehört Franny. Was hat sie wohl gezeichnet? Okay, das sieht irgendwie etwas komisch aus. Ein Holzschnitt von einem Jungen. Und einem Mädchen beim Spielen. Ein süßer Holzschnitt. Ist das vielleicht du, die? Vielleicht. Auf der nächsten Seite ist noch ein Holzschnitt. Ein einzelnes Mädchen. Das Mädchen auf dem Bild scheint zu weinen. Ein eigenartiger Holzschnitt. Die linke Seite ist ganz leer. Bestimmt ist er noch nicht fertig. Die Tapete ist gemustert. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ein eigenartiges Bücherregal. Tut mir leid. Ich musste kurz das Headset ausmachen. Weil ich euch ansonsten mitten ins Ohr gehustet hätte und ich das nun wirklich nicht wollte. Ein hübscher Schaukasten. Ein Teddybär. Auf dem Schaukasten ist ein alter Teddybär. Ein Teddybär! Das war Frannys Lieblingsteddy. Der Lieblingsteddy? Ah! Plötzlich erinnere ich mich an meinen dritten Geburtstag. An die Nacht, von der ich immer träume. Genau in jener Nacht. Auf dem Tisch waren. Ein Kuchen mit Kerzen und ein Teddy mit roter Schleife. Okay. Ach, Sayoko bekommt einfach die gleiche Stimme wie Ashley, aber ich versuche es trotzdem ein bisschen anders klingen zu lassen. Ashley, das ist ein Geschenk von deinem Papa. Genau, das waren Mamas Worte. Wo war Papa in jener Nacht? Ashley! Was ist denn los? Mir ist etwas über meine Mutter wieder eingefallen. Und du willst sie treffen? Ja, aber vorher möchte ich Papa treffen. Jessica hat mir gesagt. Weiß nicht, was er sagen soll. Treffe, erzählt er mir auch alles über Mama. Ashley! Ah.
Was ist? Der ist baff, der Kerl. Was ist los? Immer noch baff. Oh, Onkel Thomas, hör mal zu. Die hat mir gesagt. Er ist total verdutzt. Sie weiß es nicht. Ashley, ich erinnere mich. Wie Franny mein Vater genannt hat. Wie hat sie ihn genannt? Onkel Thomas, so hat sie ihn genannt. Ist doch logisch, wenn der Kerl zwei Söhne hatte und der eine sowieso und dann heißt der andere halt Thomas. Weil er einfach mal Dingsbums. Ich meine diese Grabstände da, ne? Auf dem Friedhof. Dein Vater ist Thomas. So ist das also. Mann. Henrys Arbeitsmann. Oh, Henry ist der zweite. Sieht aber irgendwie komisch hier aus. Als wenn hier irgendeine Seuche umhergeistern würde. Auf dem Tisch ist ein Rahmen. Aber der Rahmen ist leer. Was ist das für ein Bild? Vielleicht. Aha. Okay. Was soll ich hier denn bitte tun mit? Ich kann da einfach nichts tun im Moment. Vogelbuch, Apfel. Komisches Symbol, welches man irgendwie verdreht hat. Und ja, das war's auch schon. Wenn man die Rahmen ineinander spiegelt, sieht man etwas. Aber was ist der Sinn dieser Botschaft? Er weiß es selber nicht. Ach, ich soll dich spiegeln. Kann ich die vielleicht rüberziehen? Aber der Rahmen ist leer. Was ist das für ein Bild? Vielleicht. Wenn die Rahmen ineinander spiegelt. Ach, man kann hier nichts drehen. Okay. Irgendwas mit dem Schlüssel. Ich muss so laufen und ich muss so laufen und dann ist hier ein Schlüssel und ja, mehr verstehe ich selber nicht. Ich will das gleich mit dem Spiegeln. Das werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Aus dem einfachen Grund. Ja. Ich stimme schon und euch möglichst viele Leute aufnehmen. Das ist heute mein persönliches Ziel. Ach, hier unten gibt es noch ein Regal. Gut. Hier gibt's noch. Hier geht der Raum ja weiter. Schau mal einer an. Ein Bild an der Wand. Ein Bild an der Wand. Ein großes Bücherregal. Gibt's mal wieder irgendwelche Bücher, die wir brauchen werden? Bin ich mir jetzt schon sicher. Bücherregal sind viele Bücher. Ach nee, ist klar. Bücherregal sind viele Bücher, ja, okay. Ich verstehe es ja, aber... Moment mal. Nee, klappt nicht. Noch nicht. Ach ja. Irgendwie ist das doch alles dämlich. Ein etwas größerer Tisch. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Bin ich hier schon drinne? Ja, hier war ich auch schon drin. Okay. Moment mal. Gibt's ja noch Schränke. Eine kleine Karte im Schrank. Das Karte erhalten.
Der Kommode ist nichts. In dem Schrank ist nichts. Okay. Gucken wir uns mal gleich die neue Dustkarte an, einfach. Das wollte ich zwar jetzt nicht, aber ist noch. Ach so, okay, links sieht man, was wir haben. Gut. Ach, wir haben sogar zwei ungelesene Karten, sehe ich gerade. Okay. Ashley, auf der Suche nach mir. Bist du bis hier gekommen? Ich bin stolz auf dich und ich will dich schnell treffen. Ich will dir vom NASA und von deiner Mutter erzählen. Ich warte auf dich in einem Zimmer im hinteren Teil der Villa. Meine liebe Ashley, bis hier bist du also schon gekommen. Ich bin so froh, dass du nach mir suchst, Ashley. Ich erwarte dich in meinem versteckten Labor. Und ich freue mich darauf, dich bald zu treffen. Okay, doch nicht hier. Da fehlt auf jeden Fall ein Item. Ich weiß nur nicht welches. Egal. Hier fehlt scheinbar wieder eins. Es gibt hier wirklich nur drei. Ich würde mal fast behaupten, das Spiel ist in vier Kapitel unterteilt. Neun Kapitel unterteilt. Ich persönlich nicht damit rechne, allzu schnell heute voranzukommen. Könnte ich ein ganzes Stück schaffen, allerdings wird das Finale dann weiterhin erstmal ausbleiben. Eine Zeichnung auf dem Tisch, die brauche ich jetzt aber nicht. Wobei, doch! Natürlich brauche ich die Zeichnung auf dem Tisch. Und zwar muss ich hier in den Rahmen stecken. Auf der Zeichnung sieht man ein Mädchen mit langen Haaren. Wer mag das bloß sein? Was ist denn? Das ist Signet, da steht Richard. Ach so, ja, das kennen wir schon. Sorry. Ich bin mal gespannt, ob der Kerl eine gute Begründung hat. Für all das, was er getan hat. Ich denke zwar nein, aber man weiß es ja nicht. Im Werkzeugkasten liegt etwas, ja, das ist mir auch klar. Ein Hammer. Mit diesem Hammer könnte ich die Flasche öffnen. Hammer erhalten. Mit der Palette können wir das Bild zu Ende zeichnen. Eine Palette. Nö, doch nicht. Ein aufgerolltes Papier mit Bildern und weißen Stellen. Ah, wir nehmen den Hammer, hauen damit die Flasche kaputt, nehmen das Bild daraus und dann tun wir das so einfach reinstecken. In den Rahmen. So einfach. Mann, bin ich gut. Auf dem Tisch ist etwas. Da steht eine Flasche. Die Flasche ist verschlossen. Ah, da steckt was drin. Kann man die Flasche öffnen? Geht nicht. Ich krieg sie nicht auf. Ja, müssen wir es halt doch so machen direkt. Hammer verwendet, sagt es nicht. Damit klappt es bestimmt. Oh, ja, danke. Darf ich auch noch raufhauen, ja? Ach so. Verstehe. Jetzt ist sie zerbrochen. Und was ist das? Ein Brief und ein Schlüssel. Goldenen Vogelschlüssel erhalten. Was steht in dem Brief? Mein lieber Ehemann, das ist ein Abschiedsbrief. Ich weiß, dass es für dich ein schwerer Schlag war, dein Großvater zu verlieren und dann deinen geliebten Bruder, der aus Trauer freiwillig aus dem Leben schied. Doch seitdem bist du wie ein ganz anderer Mensch. Du trinkst nur noch, benimmst dich wie ein Getriebener und gehst sogar mit dem Messer auf mich und Franny los. Ich habe alle Messer in der Villa
weggeworfen, damit du sie nicht finden kannst. Henry, ich verstehe dich nicht, einfach nicht mehr. Ich verlasse diese Insel gemeinsam mit Franny. Ich habe dich einst sehr geliebt. Mary! Und? Wer ist Mary? Das ist Frannys Mutter. Die in dem Brief steht, dass Thomas Selbstmord begangen hat. Das stimmt nicht. Vater wurde ermordet. Die! Dann erzähl mir mehr darüber. Die! Ja, und da brauchen wir jetzt ganz genau diesen Rahmen und der sagt uns dann, wie wir den Schlüssel einsetzen müssen, beziehungsweise wo. Auf dem Tisch ist ein Rahmen. Da setzen wir jetzt nämlich das Bild rein. Ja, wir könnten auch theoretisch gehen, Sayokos Foto mal versuchen da reinzusetzen. Item verwendet. So geht das nicht! Würde mich auch ein bisschen wundern, dadurch, dass das nicht das Haus von Ashleys Familie ist, sondern das von D. Den sollen wir auch nicht reinschicken, den Vogelschlüssel. Item verwendet. So geht das nicht! Ich denke, wir haben den Bild erhalten. Nein, das wird jetzt nicht. Moment mal. Ich verstehe es im Moment echt nicht so ganz. Was uns dieses Spiel jetzt gerade sagen will. Ehrlich, beim besten Willen. Ich denke, wir haben ein Item erhalten, hieß es gerade eben noch.